Hammer, jetzt sorgt die AfD in Sachsen-Anhalt für ein richtig krasses Politikbeben, denn dort wurde in einer Schule bei den unter 18-Jährigen, also U18, mal gefragt, wen würdet ihr denn wählen? Vor allem dahingehend, weil ja nicht nur die Europawahl, da darf man ja auch schon das 16 wählen und die ist jetzt schon in einigen Tagen, nein, sondern weil vor allem auch in Sachsen-Anhalt, in Sachsen und in Thüringen gewählt wird. Und was bei dieser Umfrage besonders krass ist, dass eben die AfD, das ist ja keine Umfrage, sondern eine hypothetische Wahl, wenn die jetzt wählen dürften, kommt die AfD auf sage und schreibe 47,62%, also fast auf die absolute Mehrheit. Die Union kommt auf ca. 17%, SPD 10%, dann ganz interessant, die Linke 7% und alle anderen Parteien in der Bedeutungslosigkeit weit unter 2%. Genauso gut auch die Grünen und die FDP, also dass die AfD wirklich so ein Hammerergebnis ja erzielt hat. Und das ist natürlich vor allem den Grünen, aber auch der SPD und der FDP ein krasses Dorn im Auge, weil das muss man sich mal vorstellen, dass fast jeder zweite dieser jüngeren Wähler, die auch in Zukunft dann wirklich auch wirklich wählen dürfen, ja die AfD wählen würde.